Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich warte auf die Aushärtung. Nein, Seven Days to Die, die Überlebenden mit Palin. Grüß euch. Und Guzman. Moin, moin. Ja, wir haben hier eine Konstruktion gebaut, die eigentlich für den Hortentag sein soll, soweit ich sie richtig verstanden habe. Aber wir warten auf die Aushärtung der tragenden Säulen. Und zwar genau unten. Ausgerechnet, 6 von 9 Säulen sind noch nicht ausgehärtet. Wir wollen kein Risiko eingehen. Und den Bau haben wir jetzt erstmal gestoppt, bis hier unten sich das erledigt hat. Das ist aber auch zum Mäusemelken. Da oben härtet es teilweise schon wieder aus, die frischen Sachen. Und hier unten ist noch nichts in Sicht. Na gut, wir warten. In der Zwischenzeit machen wir gute Miene zum bösen Spiel. Da wird gefällt. Fackeln habe ich dran gebaut. Eine Rampe ist dran. Unser zweiter Stock steht da auch. Wie kann man diese Front hier erreichen? Wie soll man das machen? Ja, muss man höchstens dann so eine Art Säulenpfad anlegen. Säulenpfad. Ja gut, wenn du darüber gehen willst, ja, musst du ja. Soll ich empfehlen. Unterirdisch kommst du ja nicht dran. Nee, ist momentan noch nicht so eingeplant. Ja, wir könnten zwar eine Stahl-Hedge bauen, aber wer das Hardcore-Event mitverfolgt hatte, hatte ja gesehen, dass ich mit dieser verdammten Hedge, wenn sie direkt auf der Leiter liegt, die lieben Probleme habe. Ich bin gar nicht. Es war mir ein völliges Rätsel, wie ihr da rausgekommen seid, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht geschafft. Naja, gut. Er ist noch nicht ausgehärtet, ne? Oh Mann. Guzman, wir müssen noch warten. Soll dann einer am Hordentag auf dem Turm sein und der Rest im Haus? Oder wie wollen wir uns aufteilen? Ja, es wäre sinnvoll, dass wir das hier auch benutzen, wenn wir es schon haben. Richtig. Wenn einer im Haus ist, werden sie vermutlich wie die Blöden auf die Tür stürmen. Ja. Und das die heißt, kann man ja von hier aus schön unter Feuer nehmen. Genau. Ja, also mindestens einer sollte am Turm sein, ne? Oder zwei im Turm, einer im Haus. Wie wollen wir es machen? Ja. Genau. Jetzt, wo du es sagst. Schön, dass so viele Vorschläge. Ich habe keine Ahnung. Ich schon keine Ahnung. Ich weiß doch von nix. Ich weiß es doch. Ach, nicht. Das sind ideale Voraussetzungen. Ja, man kann natürlich dann auch ab und zu mal hin und her laufen. Und so damit dann praktisch von der Tür wegziehen. Und hier unten auch wieder über die Spikes. Hin und her laufen. Mit Feral-Zombies am Hintern. Und Polizisten. Eventuell Zombie-Bären. Nicht auf dem Boden. Falls wir uns entscheiden, da jetzt so eine, einen Höhenpfad anzulegen. Meine Güte. Ist doch ein untouchedes Vogelnest. Direkt vorm Haus. Cool. Unglaublich. Du meinst eine Brückenverbindung zum Haus noch? Ja, so hatte ich es auch verstanden. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Es sei denn, wir benutzen den Turm mit den Fackeln hier als Zwischenstation. Oder bauen hier noch so einen Turm. Nö, wenn, dann machen wir gerade hier hinten nochmal einen Pfeiler hoch. Gerade bis hierhin. An die Ecke. Hierhin. Hier in die Ecke oder was? Bis hierhin, ja. Schon dann so, dass es auch, dass wir auch auf den Turm treffen. Ja, also, nee, das, also, klar. Der Turm. So, das wäre der Fundamentpfeiler. Nein. Was denn das für ein Brumm? Palain, aha.
Nein? Gut. Warte mal. Wir haben hier eine Delle. Furchtbar, Moment. Wie langt das denn vom Abstand her? Nee. Nee. Richtig, so. So wäre richtig. Ja, das ist die genaue. Das ist Mitte, ja. Ja, das ist die Mitte. Warum nicht von außen, wenn es nur ein Zugang ist? Wie von außen? Die äußerste Säule. Ist mir völlig wurscht. Er ist doch näher am Haus. Okay, dann machst du hier rüber, ja klar. Ja, geht auch, klar. Bau so, wie du dich fühlst. Ja. Ja gut, damit was stabil ist, ist maximale Entfernung 5. Aha. Härte aus, du Sau. Ja, Härte. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist furchtbar, oder? Haben wir denn irgendwas falsch gemacht? Nee. Falsch eingegossen wahrscheinlich. Falsch eingegossen. Ich hab noch nicht gehört. Du probierst jetzt jede Variante aus. Ja, jetzt probiere ich ein bisschen aus. Jetzt bin ich dann doch so ein bisschen neugierig. Ich weiß nicht, was das Problem hier ist. Reicht das mit dem Abstand? Das sind jetzt immer 3. 5 haben wir maximal, oder? 5 war maximal. Das heißt, wir könnten den mittleren weglassen, theoretisch. Ja, aber wenn du mal abzählst, dann haben wir quasi genau auf der Kante das Problem, dass wir keinen haben. Oder wir machen den hier nicht. Machen den hier nicht. Ja. Nee, Quatsch. Also wir machen von außen nach innen. Den weg. Den weg. Ja, und dann hätten wir hier halt einen. Ja, okay. So, das wäre der Zugang. Erstmal nur mit Frames, ne? Ja, erstmal gucken, wie sich's ausnimmt. Du bist zu nah. Jetzt. Nee, du bist zu nah. Jetzt. Und dann hätten wir hier halt das Problem, dass wir in die Spikes einstellen müssen. Okay, wohin? Ja, wenn wir jetzt mal abzählen. Ups, oder? 1, 2. 3 1, 2, 3 4 in der Mitte der Spikes, also einen entfernt noch, das heißt, der muss weg. So. Ja.
Okay. Witzigerweise darf er gar nicht höher sein, weil da kommen wir auf die unterste Ebene mit. Ich kann wieder nicht bauen, weil Monsieur steht schlecht. So. Okay. Gut. Und dann sozusagen da angeführt an die Gitter. Ich komme hoch, ich mach's von der Gegenseite. So, du musst mir entgegenbauen. Kann ich nicht. Du musst wollen. Du musst wollen. Okay, warte mal. Das ist da. Das wäre hier. Okay. Nicht zu hoch. So reicht. Es ist ja nur ein provisorischer. Das wäre schon zu hoch eigentlich. Naja gut, ist egal. Der ist so hoch wie die anderen. Ja. Immer noch nicht ausgehärtet. Das gibt's doch nicht. Tja, müssen wir warten. Hilft nichts. Zumindest haben wir jetzt einen Zugang vom Haus zum Verteidigungsturm. Ja, okay. Das ist super. Und das Ding trägt sozusagen auch, dass man da hinlatscht. Ja, die guten Woodframes. Irgendwie. Es härtet noch nicht aus. Haben wir irgendeinen Fehler gemacht? Nee, oder? Nee. Komisch. Ah, trinken geht wieder. Ah. Wenigstens ein bisschen nützlich machen. Hier waren wir wahrscheinlich schon drin. Ja. Was denn? Ist draußen, also zumindest wird als draußen angezeigt. Wie draußen? Ja, bin hier. Okay. Oh. Strange. Fehlt ja einiges. Okay. Pot. Hier waren wir überall. Merkwürdig.
es kann sein, dass hier ein Baum war. Sehr merkwürdig. Okay. Nun gut. Ach so, ja, ein Dach über dem Kopf wäre natürlich egal. Allein schon aus dem Grund mit Verkehr wegen Bienen. Ja. Und wie gesagt, wir wollen ja erst weiterbauen, wenn unten der. Ja, wir müssen warten. Tut mir echt leid. Ich trau dem nicht. Und ich will nicht, dass das alles zusammenbricht. Das wäre so scheiße. Oh Mann, warum der denn nicht hat? Das leckt ja schon wieder, das ist ja übel. Oh, dann kommt bestimmt. Ich bin ewig weit weg und trotzdem kriege ich eine ab. So ein Kack. Wie, du kriegst eine ab? Du fängst sie oder was? Ja. Ups. Oh, schon wieder eine gekriegt. Obwohl ich weg war. Du warst offenbar nicht weg genug. Ja, für den Server nicht. Das kann schon sein. Mann. Naja, immerhin. Rohstofflieferanten, sag ich dazu. Oh Mann. Was denn? Bild geschossen. Vorbeigeholzt, hä? Huh? Gibt's doch nicht. Ja, ärgere dich doch. Zu Poden mit dem Pöbel. Hörft den Purchen zu Poden, genau. Nix dabei. Wieso hast denn du eigentlich so Player Kills? Wer ist du? Du, genau du. Aha. 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 Ich habe ja auch 4 Devs, obwohl ich nur 2 habe. Komisch. Ich hab 17. Bei 17 Player Kills würde ich mir Gedanken nehmen. Oh, nö. Bei 17 Player Kills reicht Gedanken machen nicht mehr. Würde ich mal sagen. Das ist schon was anderes. Mann, haben wir schon alles gelootet. Das noch. Nicht.
Sag mal, was ist denn eigentlich mit den Zombies los? Das letzte Mal war es so, dass du quasi nicht die Tür rausgehen konntest, ohne auf einen zu steigen. Und Ja, jetzt hier habe ich. setzt der Respawn ein. Ich habe noch eine Batterie bekommen. Cool. Eine grüne Batterie, ist ja nicht schlecht. Schön. Ja. Was mit dem Beton? Du wirst es kaum glauben. Was? Immer noch nass. Ah. Alle sechs. Scheiße. Oh Mann. Müssen wir halt warten. Hilft nichts. Woran soll immer liegen mag. Lass es so, dass der Fundament schon schwitzt. Schreck, oh Mat. So ist mein Inventar. Scheiße. Scrap, weg damit. Mist. Oh, knackende Knochen. Ja. Oh, das knickt, da ist es gebrochen. Ich hab's gehört. Was ist deins? Kann sagen. Ah, verdammt! So, jetzt will ich die Schwester haben, da ist er. Ah, Scheiße dabei. Alles frisch? Ja. Hab ich nur gerade ein bisschen. Oh, da hast du richtig gesehen, wie das Knick weggebrochen ist.
Meine Herren, ich liebe ja solche realistischen Darstellungen. Das ist ja richtig cool. Was für die ganze Familie. Ja. Ach, den Arm schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was? Nur noch 10% trinken? Eat this. Und shame. Und nochmal. Yay. Scrap. Ach, da kann ich auch das trinken. Einmal. Zweimal. So. Passt wieder alles. War ich noch nicht dran. Das kann weg. Dann springen wir auf. Yay! Aha, der eine ist ausgehärtet. Yay, ja. Endlich, es geht voran. War ja, das einer derer, die verkleidet waren? Ja, Gussmann hat nochmal Blöcke dazwischen gelegt aus Zement. Und keine Ahnung, was die bewirkt haben. Habe ich den Timer resettet oder sowas? Das war die Idee. Ja. Der mittlere ist aber auch jetzt ausgehärtet hier. Reiner Zufall, sage ich dazu. Nein, nein, das ist großes... Großes Kino. Großes ja. Kino. Wir nähern uns den Mysterien des Zements. Ja. Also, ich komme zurück. Oh mein Gott. Was denn? Das scheiß Minibike macht denselben Sound wie fallende Trümmerteile. Ich hab gerade unter den Ding gestanden gedacht, jetzt kommt alles runter. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist passiert. Goodbye, Crow World. Genau. Sehr lustig. Okay. Echt? Ihr verkleidet den Rand auch nochmal? Wie sollen die denn hier reinkommen, wenn ihr den Rand verkleidet? Oder sollen die drüber hüpfen? Ja, doch. Man könnte eine Rampe hier noch legen. Okay, macht's einfach, okay. Nee, die kommt schon rein. Also da hätte ich die geringsten Bedenken. Außerdem ist es ja bisher nur auf... ist ja an einer Seite noch offen. So, jetzt haben wir zwei. Wir haben jetzt noch... Nur noch zwei, die... Aha. Wir haben nur noch einen, der nicht abgebunden hat. Ja, es wird. Es wird, Gott sei Dank. Das scheint tatsächlich irgendwie sowas zu sein, dass der... Der hat die möglicherweise vergessen. Fertig zu machen. Ja. Ja. Kann sein, dass sie irgendwie aus dem Timer gefallen sind. Ja. Einer noch. Ja, das war's. Alle hat. Dann kann's weitergehen. So. Großes Kino. Ganz großes Kino. Ah ja. Den Zement packe ich wieder weg. Holz. Oh. Wir haben wenig Holz, sehe ich gerade.
Wir haben Holz. Ich habe das alles in die Brandsachen, in diese Explosionskiste gepackt. Ah, ich verstehe. Wo der andere, ja, Feuerkram drin ist. Okay. Was kriege ich denn heute Abend für eine Scheiße zusammen, ey? Ich wollte ja nichts sagen, aber... War ein langer Tag. War ein langer Tag. Gott. Ah, durchgebackt. Okay. So, was wollte ich? Woodspikes. Fürs Haus erstmal. Weil da fehlen auch noch ein paar. Ja, wie hoch soll man denn das Dach machen? 2, 3? Bis das Dach kommt, oder? Ja, 3 Blöcke sollten es vielleicht der Bequemlichkeit halber schon sein, ne? Ja, wegen mir. Muss nur wissen. Ich bin ja Dingsbums, wie heißen die? Flexibel. Ja. Tada. Ah, hier drin, okay. Brennholz. Ein paar Frames könnte ich mir mal wieder herstellen. Oh, komm. Das kann jetzt mal weg. Da könnte auch was Besseres draufstehen. Ey. So. Ich muss mal was essen. Ja, geht noch. Ah, richtig. So gar nicht. Okay. Oh, haben wir Steine. Ja. Wenn wir alles so hätten wie Steine. Was hat denn unser Bergwerk ergeben? Haben wir da jetzt was oder eher nicht? Steine halt. Ah, toll.
nehmen wir uns den mal vor. Weil wir es können. Und den hier. Den fällen wir auch. Hier geht mir auf die Nüsse. Dann können wir so ein bisschen in die Lichtung gucken. Das finde ich ganz gut eigentlich. Okay, warten, bis es abgebunden hat. Wollen wir die Träger drauf machen? Wollt mir die Brücke eigentlich verkleiden? Ja, ich hol schon Holz, ich mach das. Ich mach das. Alles klar. Das Brückerl. Ja, und doch mal eine schöne Lücke. So, zurück, Marsch, Marsch. Und vorwärts. Ah ja. Es nimmt langsam Form an. Möglichkeit. So. Frage ist, kann ich von hier? Ja, da kann ich schön auf die Tür schießen. Ja, die Tür kann ich verteidigen. Von da oben erst recht. Achtung, da fällt was zusammen. Nee, nee. Doch. Hier ist was. Nein, drin. Das sind runterfallende Dinger nur gewesen. Und Frames. Sonst nix. Soll ich die Brücke auskleiden oder soll ich die Frames so lassen? Ein Teil kannst du auf jeden Fall verkleiden. Gut, erklär mal den Teil. Nein. Welchen Teil meinst du? Ach, verkleid doch alles. Ich glaube nicht, dass die da drauf entlang laufen können. Ich denke auch nicht, dass sie da. Also einmal kommt sie da eh nicht hoch.
Ja, ne? Die Seiten müssen wir. Was ist? Kommt, die Seiten müssen wir verkleiden. Und willst du es mit dem Überhang machen? Spikes! Ja, ich weiß, Spiders, ja. Jetzt kommen die Spiders nämlich an den Säulen hoch. Ja, kannst du noch ein paar Frames in Auftrag geben? Willst du mit Woodframes machen, ja? Das werde ich, nein, nicht die Woodframes, die, Ja, ich meine Iron Bars. Iron Bars. Mach ich. Also Glück hast du nochmal dran gedacht. Ist mir gerade nur mit wollte verkleiden und wegnehmen, sagst du. Da war doch was. Ja. Blöden Vieh hier. Müsste das eigentlich passen und auch gehören? Jo. Gut. Aufs Dach? Mit einer Leiter oder was? Hatte ich jetzt gedacht, ja. Ja, genau so. Ich komme nämlich hier schon mal gar nicht hoch. Müsste passen. Das ist ja einfach nur eine Spider-Abwehr, mehr ist es nicht. Genau. Wieso gehe ich? Achso, wegen der Rampe hier. Weg. Und das bauen wir jetzt zurück. Okay. Jetzt kommt mir dann. Das hier verbarrikadiert alles. Aber was mir halt gefällt, dass man jetzt hin und her laufen kann. Dann steckt man auch mit auf dem Ding fest im Haus. Aha.
halt immer noch einen Rückzugspunkt. Ne? Ja. Genau. Das. Beton. Ist geklärt. Skillpunkte. Wenn noch was essen? Was ist das denn? Jetzt. Gut. Auch nichts. Da ist nichts. Da köchelt Wasser vor sich hin. Alles weg. Stoff. Das. Repair Kits. Falsches Werkzeug. Ja. Also wir brauchen dringend Knochen, Kleber oder direkt Duct Tape. Also es fehlt uns unterm Strich Duct Tape. Also keine Knochen wegwerfen, wir brauchen die ganz dringend. Ja. Das ist echt ein Rohstoff, der uns jetzt richtig ausgeht. Und der wertvoll ist. Deswegen habe ich nur noch mal zwei Hirsche geschossen, die ich gesehen hatte, aber die werfen auch jeweils nur vier ab. Ja, besser als nix, ja. Das ist hier. Achso. Auf jeden Fall noch mal gucken, dass wir dann alles an Wild erlegen, was wir sehen. Zumindest das Große, das Knochen gibt. Ja. Auch in diesen Müllbeuteln oder so. Also das ist echt wichtig. Ja, ja. Ich stelle jetzt noch ein paar Repair-Kits her, weil wir haben nur noch eins, zwei. Und die Waffen brauchen, die Motorräder brauchen, Batterien und den ganzen Kram, dieser ganze extra Mist, der braucht alles, ne? Ja, da fehlt's dran. Noch ein bisschen Held, hier gucken, ob ich noch irgendwann ein Viech sehe. Ja, ich gehe auch mal auf Jagd.
Jetzt macht die Tür zu. Hier, Hirschi, Hirschi. Hirschi, 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 Hirschi. Na komm, wo bist du? Hirschi, 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 Hirschi. Wo ist das Hirschi? Na, wo bist du denn? Oh, ist aber voll. Hier spawnen nur Zombies, keine Hirschis. Ja, irgendwie schon. Verdammt. Ich sehe nix. Doch, ich habe einen gesehen. Yay! Hey! Ich hab einen Zombie so noch nicht vorbei. Ist er doof. Na und, habe ich ihn erwischt? Ja, und wie? Ein Schuss, klassischer Kill. Cool. Na komm, einen will ich aber noch haben. Das ist ein Hühnchen. Ne, ein Karnickel. Gesichtet und erschossen hoffentlich. Schneller Schuss. Ja. Ah ja, 4 Knochen mehr. Yay. Yay. Chaka. Es brüllt aus nah und fern. Ups. Sie hat nur Tabletten dabei gehabt. Was ist das? Ah. Das sind immer ganz schön viele auf einmal. Irgendwo muss da noch ein Reh dabei sein. Verdammt.
Da ist eins. Streck den Kopf hoch. Sau! Nicht erwischt. Alter! Sag mal. Wo ist das Vieh hin? Du willst mich da jetzt nicht verarschen, oder? Du bist nicht hier hochgerannt. Aber das veräppelt mich doch. Unglaublich. Hoch in den ersten Stock, in die letzte Ecke ist es gerannt. Ins Haus. Hier waren wir auch schon. Wahnsinn, ey. Diese Viecher. Andere Leute wären froh, wenn sich die Wildtiere an das an den Menschen anpassen. Ja. Na komm, ein Reh noch. Ein kleines Reh. Ja, das ist gar kein Zombie. Die blöde Sau hat nur zwei Knochen gehabt. Sister Reh ist besser. Wo ist Ray Time? Hey, Ray! Who are you? Where are you? Hat eigentlich jemand mal probiert, mit den Explosivbolzen zwischen den Dingern durchzuschießen? Zwischen den Legend? Nein. Noch nein. Mehr? So tough waren wir nun nicht. Nee, ich hab's noch nicht probiert. Kannst aber gerne checken. Ich guck dir gerne aus der Entfernung dabei zu und berichte über das Ergebnis. Genau. Und die Spikes unten setzen, die kleinen. Ja, hatte ich gedacht. Dass sie sich da so ein bisschen bunt dran laufen können. Kein Rehchen für mich. Okay, das ist also nur noch zugänglich übers Haus. Ja, das ist der Sinn, weil es ist gleich 22 Uhr. Runtime. Ups. Ja, dann kriege ich aber die Dinger nicht mehr aufgebaut. Was für Dinge? Die Spikes unten. Ja, dann halt nicht. Dann muss es immer ohne gehen. Ah, Runtime. Ich komm mal rein.
So, ein bisschen Fleisch habe ich dabei. Das werden wir gleich mal abliefern, weil ich stinke nach Yam Yam. Knöchelchen sehe ich da. Her damit. Und wir brauchen dafür auch... Man kann. Okay. Hurra! Hurray! Aber ich denke, man muss ein bisschen sorgsam damit umgehen. Genau. Ein Träger trifft. Ja, wäre okay. Nice. Also nicht unbedingt gerade drauf zielen. Das könnte dann doch... Wir können ein echtes Pelzgeschäft ausmachen. Wir haben schon über 250 Pelze. Ja. Ja, aber Pelze will doch keiner mehr. Ah, das Repair-Kit ist fertig. So, ich würde sagen, dann lassen wir es auch mal gut sein für heute. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Hoffentlich mit euch. Ich verabschiede mich und überlasse, wie immer, Palain, das letzte Wort. Da steht er. Ja, tschüsseli und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Dussmann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal sehr gespannt, ob das hier hält. Tschüss.